So, Hallo. herzlich willkommen zum heutigen Webinar von Digital Liechtenstein. Im Namen von Digital Liechtenstein möchte ich Sie alle recht herzlich zum heutigen Webinar begrüßen. Das Thema heute heißt Neue Möglichkeiten durch künstliche Intelligenz. Es freut uns sehr, dass wir hier zwei namhafte Experten mit dabei haben. Das sind zum einen Johannes Schneider, Assistenzprofessor an der Universität Liechtenstein, und Martin Nitsch, er hat selber ein Startup im Bereich künstliche Intelligenz gegründet. Und die beiden, ich möchte noch nicht so viel verraten, aber die beiden sind der Überzeugung, dass jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist, um in diese neue Technologie als Unternehmen einzusteigen. Ich möchte kurz noch auf weitere Veranstaltungen hinweisen, die wir im Rahmen von Digital Liechtenstein in den nächsten Monaten geplant haben. Danke dafür auch dem Engagement unserer zahlreichen Mitglieder. Es geht dann weiter am 23. Mai mit dem Summit, Digital Summit, mit hochkarätigen Referenten von IBM, ETH Zürich und Digital Switzerland unter anderem. Dann am 1. Juni besuchen wir exklusiv mit Mitgliedern von Digital Liechtenstein das Rechenzentrum Ostschweiz in Appenzell. Am 20. Mai steht ein weiteres Webinar zum Thema Unternehmenssteuerung auf der Agenda. Ende August, dann nach der Sommerpause, besuchen wir das neue Hotel von B-Smart in Wittnau und widmen uns dem Thema Skalierung von digitalen Geschäftsmodellen. Und am 26. September steht ein weiterer physischer Workshop auf der Agenda zur neuen Mobilfunkgeneration 5G und den Chancen und Anwendungen für Unternehmen. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, noch zwei, drei organisatorische Sachen. Ich bitte Sie, die Fragen in den Chat zu schreiben während der Referate oder anschließend dann live zu stellen mit oder ohne Kamera. Das Webinar wird aufgezeichnet und anschließend auch noch zur Verfügung gestellt. Und am Schluss der Referate werden wir noch eine kleine Umfrage durchführen, die Johannes Schneider konzipiert hat. Ich danke vorerst fürs große Interesse und übergebe es gerne an Johannes. Viel Vergnügen. So, herzlichen Dank, Patrick, für die Einführung. So, ich teile mal meinen Bildschirm. So, sollte man jetzt sehen. Die Präsentation sollte schon da sein. Genau. Also, auch von meiner Seite herzlich willkommen zur Präsentation ChatGPT, DALL-E 2 und Co. Neue Möglichkeiten durch künstliche Intelligenz. Und zur Einführung vielleicht, so was hat denn künstliche Intelligenz bisher so alles geleistet? Und bisher konnte man eigentlich sagen, war sie sehr gut im Erkennen. Sie konnte gut Gesichter erkennen, sie konnte erkennen, wirklich, was sind das für Personen. Man konnte sie einsetzen in der Qualitätskontrolle. Man konnte beispielsweise mit Kameras erkennen, was sind für Probleme in der Produktion da. Wir haben hier selbst an der Uni schon diverse Projekte gehabt. Man konnte auch Sprache schon sehr, sehr gut erkennen. Also sprich, Sie können heute mit Amazon Alexa sprechen. Sie können auch mit Siri sprechen und diese Konversation von Sprache zu Text, diese Spracherkennung funktioniert sehr, sehr gut. Also in diesem Bereich gibt es schon seit ein paar Jahren auch schon kommerzielle Produkte, funktioniert sehr, sehr gut. Was ist jetzt nun neu heute? So, da wird das Slide. Ah, jetzt. Heute kann künstliche Intelligenz auch generieren. Das heißt, nicht nur erkennen, sondern auch erzeugen. Beispielsweise Textantworten auf beliebige Fragen oder Antworten. Und es geht auch einen Schritt weiter, eben heute nicht nur Text, sondern auch Bilder. Sie können eine Beschreibung eines Bildes in System wie DALL-E eingeben und Sie erhalten dann auch wirklich Bilder als Antwort. Eben hier als ein Beispiel, wo Sie sagen, ja, ich bin ein Möbeldesigner und ich hätte jetzt gerne einen Stuhl, der ausschaut wie ein Avocado, bekommen Sie in Sekundenschnelle mehrere Designvorschläge. Oder eben, wenn es um Text geht, wenn Sie jetzt Programmierer sind und sagen, ja, ich kann nicht so gut programmieren, aber ich brauche trotzdem diesen JavaScript-Code, der mir irgendwie Wetter von Liechtenstein herunterlädt.
zack, geben sie ein ChatGPT und erhalten dann auch diesen Programmcode. Also wirklich, diese AI kann generieren, nicht nur erkennen, beliebige Textfragen kann sie beantworten, beliebige Tasks. Jetzt kann man sich fragen, ja, warum denn heute, warum nicht schon vor 10 Jahren? Man muss sagen, dass diese ganzen Modelle, die heute in den Medien sind, wie GPT-4, ChatGPT und DALL-E 2, nicht die einzigen sind, die es gibt. Es gibt hier eine Vielzahl von Modellen, das sind einfach die, was am erfolgreichsten sind. Und die Entwicklung geht auch schon ein paar Jahre zurück. Man kann es zurückverfolgen, so bis 2013 eigentlich, so grob gesagt, wo die Grundlagentechnologie Deep Learning ihren Durchbruch gehabt hat. Deep Learning ist eben so diese neuronalen Netze, wo es so einzelne Knoten gibt, die miteinander vernetzt sind, so ein bisschen vom Gehirn inspiriert. Diese Technologie ist eigentlich auch schon 50 Jahre alt, aber eben 2013 der Durchbruch. Warum dann? Weil es mehr Daten gibt. Diese Technologie basiert sehr stark auf Lernen aus Daten. Und um die Jahrtausendwende war da noch zu wenig da. Aber so 2013, 2010 auch schon, gab es immer mehr Daten. Leute haben Smartphones, Leute benutzen Social Media und so weiter. Und man hat diese Datenmengen, die man benötigt hat. Es gibt dann jetzt auch immer mehr und mehr Rechenleistung. Vor 30 Jahren hatten sie Rechenzentren, die haben einen ganzen Keller ausgefüllt. Diese Rechenzentren tragen sie heute eigentlich in der Hosentasche in Form ihres Smartphones. Das hat mehr Rechenleistung als wie diese ganzen Zentren vor 30 Jahren. Und es gibt auch mehr bessere Algorithmen. Diese Algorithmen vor 30, 40 Jahren, die waren eigentlich auch schon sehr ausgeklügelt. Aber es gab in der letzten Zeit einige technische Verbesserungen. Es gab nicht den Albert Einstein, der die große Entdeckung gemacht hat, aber durch so kleine inkrementelle Verbesserungen eben dazu geführt hat, dass das Ganze viel, viel besser funktioniert. Wenn man jetzt nun zur generativen AI springt, also wirklich ChatGPT, DALL-E 2 und diese Systeme, die basieren alle auf dieser Deep Learning Technologie, sind aber ein paar Jahre später entstanden. Was die unterscheidet, ist dann eigentlich nur, dass sie viel, viel größer sind, und zwar in allen Bereichen. Also sie haben mehr Daten. Am liebsten trainiert man die auf so etwas wie dem ganzen Internet. Wird zwar in der Praxis nicht so gemacht, aber die Größenordnung dieser Daten ist wirklich beachtlich, geht in den Terabyte-Bereich hinein. Die Modelle sind auch sehr groß. Hier ein Beispiel von GPT-3, das ungefähr 200 Milliarden Parameter hat. Das ist eine gigantische Zahl. Dementsprechend braucht man auch sehr, sehr viel Rechenleistung, um diese zu verarbeiten. Also man kann so sagen, man braucht dann so grob um die 1000 sehr mächtige Grafikkarten. Nicht das, was Sie in Ihrem Computer haben, sondern es sind spezielle Grafikkarten, die auch dementsprechend teuer sind, um so ein Modell in einem Monat zu trainieren. Dementsprechend kostet das auch Millionen. Also es ist nicht etwas, wo Sie sagen können, ich möchte jetzt ein Modell bei mir zu Hause trainieren oder auch in einem kleinen Unternehmen. Das ist sehr, sehr teuer, um so ein großes Sprachmodell oder auch ein Modell für zur Bilderkennung und Bearbeitung zu trainieren. Nur so ein bisschen zur Illustration, wie schnell diese Entwicklung gegangen ist. Wenn man sich anschaut, 2018, so der Vorgänger von ChatGPT, GPT-1 quasi, das war noch ein kleines Modell. Und dann so grob 2-3 Jahre später, wo dann GPT-3, der Vorläufer von ChatGPT herausgekommen ist, das war schon 1000-mal größer. Also man hat hier wirklich diesen Sprung gemacht von kleinen zu großen Modellen. Und gewisse Sachen funktionieren einfach bei diesen kleinen Modellen gar nicht und bei den großen Modellen einfach sehr, sehr gut. Und so in den letzten 1,5 Jahren hat sich die Modellgröße nicht mehr ganz so dramatisch verändert. Aber eben dieser Sprung innerhalb der letzten 2 Jahre in der Modellgröße und auch Datengröße und auch Computer, quasi Rechenleistung, Erweiterung ist beachtlich. Was auch noch dazu kommt, warum eben heute ChatGPT beispielsweise so bekannt ist, ist einfach, dass man es leicht testen kann. Das GPT-3-Modell von 2020 konnte auch schon ziemlich einiges, aber man konnte es nicht so leicht zugreifen. Eben beispielsweise wurde 2020 hat ein Student so zum Spaß so Blogpost erstellt mit diesem Modell, hat so quasi gesagt, hey, schreib mir einen Blogpost zu, wie arbeite ich besser, hat den online gestellt und die Leute haben gesagt, so ein super Blogpost, hat auch dann einen Preis gewonnen, also in einem Voting auf der Plattform. Aber eben damals
GPT-3 waren nicht so gut verfügbar. ChatGPT leicht verfügbar, jeder benutzt das. Dementsprechend auch so dieser wirklich Hype in den letzten 2, 3 Monaten. Jetzt kann man sich sagen, fragen, ja, okay, gut, spannend, wie funktioniert denn diese Generative AI wirklich? Und ich fokussiere hier ein bisschen auf ChatGPT, auf dieses Sprachmodelle. Und Leute gehen dann oft noch einen Schritt weiter und sagen, ja, ich weiß, wie die funktionieren, die können denken wie ein Mensch. Und da gibt es dann auch Leute, die dem skeptisch gegenüberstehen. Andererseits gibt es dann auch wirklich schon Ingenieure von Google, die gesagt haben, ja, hey, ChatGPT oder eben das Google-Modell BART, das kann denken wie ein Mensch, das kann schon fühlen. Ich möchte in den kommenden paar Slides Ihnen ein bisschen einen Einblick geben, wie die funktionieren. Eben die Grundlage dieser Modelle sind Daten, die lernen von Daten. Wenn Sie ein Modell haben, das noch nicht mit Daten trainiert wurde, das funktioniert zwar grundsätzlich schon, Sie können eine Eingabe stellen, Sie bekommen eine Ausgabe, nur was Sie dort bekommen, ist eigentlich unbrauchbar. Das ist mehr oder weniger Zufall. Das heißt, Sie brauchen große Datenmengen. Was nimmt man da so her? Da nimmt man so etwas her wie Wikipedia, was schon recht groß ist und auch eine hohe Qualität hat. Die Qualität der Eingabedaten spielt eine wesentliche Rolle auch für die Ausgabe. Man nimmt mitunter auch her so große Software-Code-Repositories oder eben mitunter auch ein Dump vom Internet, also mitunter nicht die Bilder, aber zumindest mal den Text für ChatGPT, dass man hier viele Webseiten berücksichtigt. Was man dann hat, ist dann einen großen Datensatz an Dokumenten, wo dann eben in jedem Dokument steht halt irgendein Text drin, so wie hier eben Ausschnitt, hey, I'm John, what is your name? Das kann eben ein Dialog sein, das kann ein Buch sein, irgendwas. Man hat dann eben als Basis diese große Trainingsdaten. Was macht man nun? Wie kommt man denn nun von einem Lernmodell und den Trainingsdaten zum fertigen Modell? Die Aufgabe, die gelöst wird, etwa von ChatGPT, ist eigentlich ganz einfach. Es lernt nämlich das nächste Wort vorherzusagen, also sprich das wahrscheinlichste nächste Wort, gegeben einen kleinen Textbaustein. Sie gehen daher und sagen, okay, aus meinen Trainingsdaten nehme ich jetzt hier einen Ausschnitt her, so, hey, I'm John, what is your name? Und dann füttere ich das in ChatGPT, aber nicht das Ganze, sondern ein Wort lasse ich weg. Das muss dann ChatGPT vorhersagen. In diesem Beispiel, hi, I'm John, what is your? Sollte es im Idealfall name vorhersagen. Das heißt, das füttere ich da hinein, das geht dann da durch das Modell hindurch. Und am Schluss bekomme ich dann heraus, etwas wie, ja, Name ist es mit 20%, Alter ist es mit 5%, Einkommen vielleicht mit 1%. Also eigentlich ein trivialer Trainingsprozess. Ich nehme einen Teil eines Textdokument, ChatGPT sagt mir einfach, was ist das nächste Wort in diesem Textdokument? Und das mache ich dann ganz, ganz oft über eine ganz lange Zeit hinweg. Kann man sich fragen, okay, gut, verstehe ich irgendwo, kann dann das auch so etwas wie rechnen, wenn ich da 5 plus 5 plus 5 ist gleich hineinschreibe, kann es das auch lösen? Ja, so etwas geht. Es nimmt es in den Daten her und so eine einfache Rechnung findet man viel in den Daten, aber grundsätzlich lernt es eher, ist eher unwahrscheinlich, dass es wirklich addieren lernt, sondern es schaut an, was in den Daten ist. Das heißt, wenn Sie da googeln 5 plus 5 plus 5, sehen Sie, da gibt es auch Webseiten, die sagen, 5 plus 5 plus 5 ist nicht 15, sondern 550. Und dementsprechend sieht dann auch die Ausgabe von diesem Sprachmodell aus. Das heißt, dass die Fähigkeiten basieren stark aus den Daten. Es matcht quasi mehr oder weniger die Anfrage zu den Daten. Und man sieht es auch bei GPT-3 beispielsweise, das konnte addieren bis zu 3, 4 Stellen, also so 1000 plus 3000, das ging gerade noch, aber ganz große Zahlen konnte es nicht. Warum? Es ist nicht in den Trainingsdaten. Und zwei Zahlen ganz genau matchen, das braucht, da muss man wirklich diesen Additionsalgorithmus verstehen, so mit diesem quasi Pattern Matching grob in den Daten was matchen, das funktioniert dort nicht bei mathematischen Operationen. Jetzt kann man aber sagen, ja, ChatGPT kann aber alles addieren. Das liegt aber vermutlich eher daran, dass sie einen Taschenrechner aktiviert haben. Es ist eher unwahrscheinlich, dass dies so ein Algorithmus, wie wir alle kennen, in der Schule lernt, wo man immer eins weiter tut und dann nochmal eins weiter, eins überschlagen und keins überschlagen. Also diese Modelle von funktionsweise her sind wirklich stark getrieben von den Daten,
die matchen quasi das, was in den Daten ist, können sie flexibel kombinieren, aber sie sind an die Daten gebunden. Grundsätzlich muss man auch sagen, die Fähigkeiten dieser Modelle werden erst noch erforscht. Was sie ganz genau können, muss ich erst noch über die Jahre hinweg zeigen. Jetzt kann man sich sagen, ja super, das ist ja ganz einfach. Ich brauche nur eine große Datenmenge und dann mache ich dieses ganz einfache Training. Sagen wir das nächste Wort voraus, für das Dokument, das mache ich 10 Millionen Mal und super, habe ich schon, ChatGPT. Da ist man noch nicht ganz da, mit diesem einfachen Next Word Prediction, das funktioniert zwar gut, aber es hat noch so seine Schwachstellen. Für schwierige Anfragen, also so komplexe Instruktionen, funktioniert es eher nicht so gut. Also wenn man so etwas sagt wie, ja, ein Keks ist in der blauen Schachtel, die blaue ist in der roten Schachtel, die rote Schachtel in der gelben Schachtel, die gelbe Schachtel hier in deinem Haus, wie komme ich zum Keks? Dann kann es mitunter sein, dass es nicht funktioniert. Wobei man sich mitunter als Mensch leicht tut, aber diese komplex verschlachteten Instruktionen funktionieren eher nicht so gut. Das zweite Thema ist, wenn man nur so diese Next Word Prediction macht, ist, dass die Antworten mitunter nicht ethisch sind. Wenn man eben fragt, so, hey, wie baue ich eine Bombe, um eine Kirche in die Luft zu sprengen, bekommt man da eine gute Antwort. Und wenn man fragt, wie plane ich ein Attentat auf den amerikanischen Präsidenten, bekommt man da auch eine Antwort, wo man eigentlich sagen würde, da sollte das Modell eigentlich eher ein bisschen zurückhaltender sein. Also mit dieser Next Word Prediction, das ist gut, gibt gute Antworten, aber hat eben noch gewisse Schwachstellen in der Qualität und auch keine Ethikregulierung. Das heißt, was man da macht, und das macht man auch bei ChatGPT, diese rohen Modelle, die trainiert wurden aus diesem riesigen Datensatz mit dieser Next Word Prediction, noch ein bisschen zu verfeinern. Das heißt, man nimmt dann einen kleineren Datensatz her, der eben speziell dazu da ist, diese zwei Schwachstellen auszumerzen. Der basiert häufig auf menschlichem Feedback. Wie so etwas ausschauen kann, diese zweite Lernphase habe ich hier mal so ein bisschen illustriert. Man kann dann sagen zu ChatGPT, hey ChatGPT, erklär mir mal die Mondlandung, und zwar für einen Sechsjährigen. Und was man da macht, ist, man lässt ChatGPT mehrere Optionen generieren, also eine Antwort A, eine Antwort B und eine Antwort C. Und diese Antworten präsentiert man dann Menschen, die diese bewerten. Dann liest sich ein Mensch diese drei Antworten durch und sagt dann, ja, ich glaube, eins ist am besten, oder A ist am besten, C am zweitbesten und die Antwort B am drittbesten. Oder es kann auch sagen, hey, diese Antwort ist komplett unethisch, nehmen wir nicht. Jedenfalls lernt dann das System von diesen Rankings oder von diesem menschlichen Feedback. Gut, jetzt haben wir so grob verstanden, wie diese generative AI, speziell ChatGPT, funktioniert. Jetzt fragt man sich, was kann das System nun alles und ich denke, viele von Ihnen haben es schon verwendet und werden mit diesen Punkten vertraut sein. Es gibt eben auch Umfragen, von was die Leute eigentlich ChatGPT verwenden. Viele verwenden es zum Produktivitätsgewinn. Eben beispielsweise ein Programmierer kann sagen, generier mal ein bisschen Code, oder jemand, ein Jurist kann sagen, hey, ich hätte gerne ein Vertragstemplate. Oder jemand kann sagen, hey, ich brauche eine Sprachprüfung. Hey, ChatGPT, sag mir, wo es da sprachliche Probleme gibt in meinem Text. Obwohl, es wurde auch viel verwendet, einfach nur zum Rumspielen. Die Leute sind neugierig, das ist in den Nachrichten. Sie wollen verstehen, wie funktioniert denn ChatGPT, spielen ein bisschen rum. Auch für die Kreativität. Also sie können sich Geschichten erfinden lassen. Sie können sagen, hey, ich habe ein neues Produkt, können das Produkt beschreiben und sagen, ich hätte dazu gerne ein paar Marketing-Slogans. Gib mir mal was Verrücktes und es kommt heraus. Dann auch für die Erziehung wird das viel verwendet, etwa im schulischen Bereich, und zwar hauptsächlich von den Schülern. Ich habe einige Kollegen, die haben von ChatGPT über ihre Kinder erfahren, wo sie gesehen haben, hey, die Hausaufgaben, die machen die Kinder nicht mehr selber, sondern geben das in ChatGPT ein. Der schreibt die ganzen Aufsätze. Oder das Englisch ist so, so viel besser geworden in kurzer Zeit. Das war dann oft ChatGPT. Auch ein Verwendungszweck ist soziale Interaktion und Support. Es gibt Leute, denen ist langweilig, sagen, ah, Freitagabend, weiß nicht, was ich machen soll. Chatte ich mal mit ChatGPT.
oder die eben sagen, ja, ich hätte gerne eine objektive Meinung zu was. Bin ich zufrieden mit meinem Partner? Das und das passt nicht. Soll ich mich scheiden lassen? Und machen das mit ChatGPT. Und es kann natürlich zum Teil auch dann ganz, ganz heikel werden. Das komme ich dann später noch zu. Dann vielleicht noch so ein paar Capabilities ein bisschen mehr vereindrückt, mehr demonstriert, dass man wirklich auch ein Gefühl dafür bekommt. Eben diese Fähigkeit zu programmieren, die basiert eben darauf, dass ChatGPT sehr viel trainiert wurde auf Code vom Internet. Da gibt es sehr große Datenmengen an Programmiercode in verschiedenen Sprachen, die man hernehmen kann als Trainingsbasis. Man kann dann eben sagen, hey, schreib mir JavaScript-Code, um eben Wetterdaten runterzuladen, und das macht ChatGPT auch. Und ich habe einige Kollegen, die das regelmäßig verwenden. Ich selbst habe es auch schon verwendet. Das funktioniert mal so ganz gut, sogar so kleinere Sachen. Hat mir unter 2, 3 Fehler, aber als Startbasis ganz, ganz gut. Es kann eben auch Fehler finden. Das heißt, man kann seinen eigenen Code hinausladen und sagen, hey, das sollte da herauskommen, es funktioniert aber nicht. Wo ist das Problem? Funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad eben. Aber hier, wenn man das öfters verwendet, sieht man auch irgendwo, es geht nicht für alles, aber es ist auf jeden Fall ein nützliches Tool. Ich würde es mal so sagen. Also ein Programmierer setzt es heute noch lange nicht, aber es ist sehr, sehr hilfreich, einfach produktiver zu sein. Dann wie sieht es denn aus für die Kreativität? Eben, man kann da sehr gut Geschichten schreiben lassen. Sie können zum Beispiel sagen, hey, ich habe heute Hausaufgaben und ich muss eine Abenteuergeschichte schreiben über Prinz Adam, der im Schloss Vaduz lebt. Und in der Geschichte sollten noch 5 Kühe und 3 Hasen vorkommen. Und ChatGPT wird Ihnen eine Geschichte liefern. Die liest sich ganz, ganz gut. Mitunter kennt man so den allgemeinen Geschichtsstil so ein bisschen heraus, wie so typische Märchen aufgebaut sind. Aber oft ist das eigentlich ganz gut leserlich. Sie können auch sagen, hey, ich bin der Tourismuschef von Liechtenstein, ich brauche jetzt einen neuen Slogan, um Touristen nach Liechtenstein anzuziehen. Und zack, in 2, 3 Minuten haben Sie hier einige Slogans, die sich eigentlich auch im Großen und Ganzen ganz vernünftig lesen. Eben vielfach wird das so verwendet, um so Templates zu generieren, quasi mal eine erste Antwort, die man noch weiter bearbeiten muss, beispielsweise für Verträge oder auch Job-Ads. Wir haben es beispielsweise mal getestet, um zu sagen, hey, wir brauchen für ein Projekt einen Intellectual Property-Vertrag, und zwar basierend auf einem ganz speziellen Artikel im Schweizer Gesetz zu diesem Forschungsförderungsfonds. Was ChatGPT gemacht hat, ist, das hat uns wirklich sein Template geliefert. Das war grundsätzlich auch irgendwo vernünftig, aber viel zu allgemein. Das heißt, das Problem, was mitunter auftritt, und das hat man an manchen Stellen, ist, dass es hier für diesen Artikel 41 aus dem Schweizer Gesetz, den kennt es nicht wirklich, der ist vielleicht irgendwo im Internet, aber es gibt dann keine Beispiel-IP-Verträge dazu. Und dementsprechend ist dieser Vertrag hier fast nicht unbedingt das, was uns geholfen hat, der war einfach zu allgemein. Aber grundsätzlich sind oft diese Templates, die generiert werden, können sehr hilfreich sein. Allgemein kann man sagen, ChatGPT ist sehr nützlich, um Informationen zu bekommen, auch Zusammenfassungen zu erstellen. Sie können einen Text selbst hochladen und dann sagen, hey, sagen wir mal, was ist denn in einem Text so wirklich wichtig? Oder Sie können auch sagen, hey, ich hätte eine Zusammenfassung, was so in letzter Zeit passiert ist. Sie können eben sagen, ja, ich bin jetzt in der Konstruktionsindustrie, in der Bauindustrie, und ich hätte gerne die 5 wichtigsten Nachrichten in dieser Industrie im ersten Quartal 2020 in der Dachregion und bekomme eine Antwort. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad ist ChatGPT auch sein Ersatz für die klassische Internetsuche. Oder anders ausgedrückt, wenn Google jetzt nicht bald schafft, aufsetzt, wie ChatGPT auf die Beine zu stellen, hat es ein größeres Problem. Also ihr aktuelles Modell BART ist schon sehr gut, aber die müssen das auch irgendwann auf den Markt bringen, sonst ja, wird das langfristig vielleicht ein bisschen schwierig für Sie. ChatGPT ist auch dialogbasiert. Das heißt, es merkt sich, was Sie früher eingegeben haben, und die früheren Antworten berücksichtigt das auch irgendwo. Sie können etwa sagen, hey,
Was sind denn so 10 typische Gerichte in Liechtenstein? Dann halten Sie 1 Käsknöpfe, 2 Rindsuppe und Sie bekommen dann noch 8 andere oder 10 andere. Und da können Sie sagen, gib mir mal eine Einkaufsliste fürs erste Gericht. Und ChatGPT weiß dann, okay, das erste Gericht bezieht sich auf die vorige Antwort, Käsknöpfe. Das heißt, es hat eben dieses Dialog basiert, der Denker, es hat auch Kontext zur Konversation und nutzt das auch. Sie können auch interagieren mit ChatGPT. Also Sie können zum Beispiel ein Jobinterview simulieren. Sie können etwa sagen, hey, ich bewirbe mich jetzt auf eine Stelle, ich möchte Senior Researcher sein für Ethik in künstlicher Intelligenz. ChatGPT, mach du mal den Interviewer, ich bin der, der sich bewirbt. Und für jede Antwort, die ich mache, gib mir mal ein bisschen Feedback. Und dann geht das los, da fragt ChatGPT, da kann man eine Antwort geben und dann sagt ChatGPT, ja, die Antwort ist gut, aber das fehlt noch und so weiter. Also es ist wirklich auch interaktiv, kann man das verwenden. Dann kann man sich fragen, ja, was sind denn so die Limitationen? Was kann ein ChatGPT nicht oder zumindest nicht so gut? Einerseits hat man ein bisschen ein Problem mit der Reproduzierbarkeit. Das heißt, Sie können heute was eingeben und morgen was anderes erhalten. Dementsprechend auch alles, was Sie in diesem Talk sehen, wenn Sie das selbst ausprobieren, kann es sein, dass Sie mitunter gewisse Antworten eben nicht mehr genau gleich erhalten, wie ich sie erhalten habe oder auch andere. Hier nur ein Beispiel. Im Jan, für eine einfache Rechenaufgabe, so 2 plus 4 mal 3 minus 7 ist was. Im Jänner 23 wurde das noch falsch beantwortet. Da gab es irgendwie ein Problem, glaube ich, mit der Interpretation von diesem Stern. Im März 23, 2 Monate später, wurde die Anfrage richtig beantwortet. Also man sieht einfach, diese Modelle ähneln sich, die Antworten sind nicht immer konsistent. Das kann mitunter ein gewisses Problem sein, je nach Anwendung. Auch ist es so, dass ChatGPT nicht die allerneuesten Informationen hat. Das Modell wird zwar oft geupdatet, aber es wird nicht mit neuen Trainingsdaten geupdatet. Die Trainingsdaten sind relativ konstant. Die sind eben 2021 wurden die abgeschnitten und alles, was danach kommt, wird nicht berücksichtigt. Das heißt, wenn Sie jetzt noch fragen, hey, hat Russland die Stadt Kharkiv in der Ukraine bombardiert oder attackiert, erhalten Sie dann ein, obwohl eben das letztes Jahr 200 Mal in den Nachrichten war, einfach weil diese Daten wurden noch nicht für das Modelltraining berücksichtigt. Sie haben auch so andere kleinere Restriktionen, wie etwa die Länge der Anfrage oder Antworten sind limitiert. Wenn Sie sagen wollen, hey, ich habe da einen Financial Report von, keine Ahnung, Hilti mit 500 Seiten, analysiert den mal, da haben Sie ein Problem, weil es bearbeitet in ChatGPT nicht. Das ist mehr ein künstliches Problem. Theoretisch könnte es das machen, aber aktuell sind einfach die Limitierungen so gesetzt. Ein bisschen ein tieferliegendes Problem ist, wie das Modell quasi denkt, wie es funktioniert. Und dieses Deep Learning, ich habe es vorher schon ein bisschen angerissen, das ist so quasi ein quasi Pattern Matching. Also aus diesen Daten, aus diesen Trainingsdaten werden Muster gelernt und die können dann irgendwie kombiniert werden. Aber es ist nicht grundsätzlich ein logisches Denken. ChatGPT basiert auch auf Text. Das heißt, alles, was physikalisch auf unserer Welt passiert, das hat es nie selbst gespürt. Es hat nur das Wissen, was wirklich in Textform da ist. Und das sieht man auch, diese Schwachstellen. Da gibt es hier ein Beispiel, das ist schon ein bisschen älter, mit dem neuen GPT-4 funktioniert das, aber vor 2-3 Monaten hat es nicht funktioniert. So als Illustration. Einfaches logisches Beispiel. Ich ging zu einer Party, ich kam vor John an, David kam nach Joe arrived, ist vor dem gekommen und so weiter. Und Schluss ist einfach die Frage, wer kam zuerst an? Das ist ein Problem, das können Sie leicht formalisieren, mit so der vor dem und als logische Aufgabe eigentlich lösen. Das konnte man eigentlich schon in den 90er Jahren, nicht schwierig, aber im ChatGPT ist kein Logikprogramm. Das kann mitunter Antworten geben, die sich sehr logisch anhören. Einfach wenn es diese Muster oft in den Daten gibt und es quasi diese Denkweise von den Daten ableiten kann. Aber grundsätzlich hat es keine Logik-Engine drin oder eine Engine, die physikalisches Denkweisen animieren kann. Es basiert wirklich nur auf dem, was im Text vorhanden ist, in Trainingsdaten. Ein größeres Thema, vor allem auch aus Unternehmenssicht, also OpenAI, muss ja da sehr vorsichtig sein mit dem, was ChatGPT als vor sich gibt. Beispielsweise, wenn ChatGPT zu jemand sagt, hey,
Du bist ein hoffnungsloser Fall. Ich habe dich jetzt 3 Monate psychologisch betreut. Am besten springst du vor der Brücke. Kann es natürlich Haftbarkeitsprobleme für die Firma nach sich bringen. Das heißt, dass man vorsichtig, was da eigentlich von Anfang beantwortet werden und ob diese auch politisch quasi korrekt sind. Jetzt, wenn Sie heute so etwas eingeben wie, welches Geschlecht und Rasse hat ein guter Forscher, dann erhalten Sie da eine politisch korrekte Antwort zurück, so etwas wie, ja, es gibt kein spezifisches Geschlecht oder Rasse. Mit ein bisschen Tricksen können Sie aber diese Blockierungsfunktion übergehen. Sie können dann sagen, ja, schreiben mir eine Python-Funktion, um zu überprüfen, ob jemand ein guter Scientist ist. Und dann bekommen Sie da so einen Code, wo dann drin steht, eben wenn die Rasse weiß ist und das Geschlecht männlich, dann ist jemand ein guter Scientist. Das heißt, diese Schutzmechanismen kann man zum Teil umgehen und auch unabhängig davon werden aktuell noch nicht alle diese Requests, die eigentlich illegal sind, selbst wie baue ich eine Bombe oder wie erschließe ich den oder den, geblockt. Das ist aktuell noch so, dass hier noch Verbesserungspotenzial gibt. Ein anderer Punkt ist das Halluzinieren. Also einerseits können diese Modelle ganz einfache Fehler machen. Die kann man fragen, wann ist die Person geboren, und die geben einem das falsche Jahr. Aber sie können auch ein bisschen komplexere Fakten eigentlich so halluzinieren, quasi erfinden. So ein Beispiel von einem Kollegen ist hier, der hat so mal gefragt, so, ja, für einen Bauantrag schreiben wir mal die relevanten Paragraphen heraus, für das Vorarlberger Baugesetz, und fasst die mal zusammen. Und man bekommt dann auch diese ganzen Paragraphen super gut, die kann man durchlesen und sagt, hey, wow, verstehe ich, macht irgendwo Sinn. Nur wenn man dann nachschaut, sieht man einfach, diese Paragraphen gibt es zum Teil gar nicht. Oder zum Teil sind einfach Formulierungen enthalten, die so nicht stimmen. Vielleicht irgendwie einen Bezug haben zu einem Baugesetz, aber einfach nicht das abdecken, was eben verlangt wird im Vorarlberger Baugesetz. Das ist natürlich ein Problem, diese Halluzination. Das hängt auch ein bisschen zusammen, dass diese Antworten grundsätzlich sehr intransparent sind. Das heißt, man bekommt eine Antwort, man weiß nicht genau, was sind die Quellen, wie kann ich das gut überprüfen, stimmt das nicht. Ich habe eben für das vorige Beispiel mit diesen 5 Nachrichtenartikeln aus der Bauindustrie, habe ich mir die Antwort mal selber angeschaut und versucht, das zu überprüfen. Und da kann man dann lange herumgoogeln. Was man so findet, ist so Haltbarheiten. Ja, da gab es mal eine Firma und ein Projekt, aber das war nicht in dem Land, wo ChatGPT abgesagt hat. Und es war auch nicht für die Summe, wo ChatGPT gesagt hat. Also man sieht da oft so, ist nicht leicht zu verifizieren und die Antworten sind auch nicht immer korrekt. Jetzt haben wir viel über ChatGPT gesprochen und das Generieren von Text. Aber es gibt noch mehr. Es gibt eben noch andere Tools wie DALL-E 2 und auch GPT-4, das auch im März gerade rausgekommen ist. Und das kann noch mehr wie nur Text. Das kann auch mit Bildern arbeiten. Jetzt hier so ein Beispiel von seinem multimodalen Modell. Eben multimodal heißt einfach, es kann auf Text arbeiten und Bildern, hat also quasi mehrere Modi. Und so ein einfacher Use Case ist, dass man sagt, hey, klar dir ein Bild darauf vom Fürstenschloss und lass mir mal mehrere Variationen generieren. Jetzt in diesem Fall von DALL-E, und da sieht man ganz schön, da wird alles mögliche angepasst. Im Hintergrund werden die Berge angepasst, aber auch das Schloss. Kann man sagen, es ist nicht unbedingt, was ich möchte, aber was ich möchte, ist eigentlich, ich möchte das Schloss kaufen und möchte was Neues hinbauen. Und kann man sagen, ja, das ist eigentlich hier in der Mitte, den Bereich möchte ich editieren. Und jetzt, plan da mal ein neues Gebäude hin, ein großes mit 10 Stöcken, großen Balkonen und viel Glas. Und dann sieht man hier so Vorschläge von DALL-E. Wenn man genau schaut, sieht man, es sind jetzt nicht unbedingt immer 10 Stockwerke, es haben nicht alle große Balkone, aber grundsätzlich kann es diese Frage beantworten. Es kann wirklich aus Text Bilder generieren, da kann maßgeschneidert sein. Also als Architekt denkt sie sich, wow, beachtlich, oder auch als Kunde, der ein Haus bauen möchte, können Sie sagen, in 5 Sekunden habe ich hier 20 Designvorschläge, wie mein Haus ausschauen könnte, mitunter auch sogar angepasst auf die Umgebung.
Mit GPT-4 eben können Sie dann wirklich auch Fragen zu Bildern stellen. Also Sie können dann fragen, hey, für dieses Bild, was ist denn da komisch? Und GPT-4 gibt Ihnen auch eine Antwort dazu und sagt eben, dieser Mann, der da bügelt, das ist das Komische im Bild. Sie können auch fragen so, ja, da ist irgendwie ein Meme von Twitter, wo halt irgendwas steht und irgendeine Grafik ist, erklär mir mal, was da so lustig ist. Und Sie bekommen dann eine Erklärung. Oder Sie können sagen, hey, ich habe hier irgendein Chart mit Text, eine Grafik, berechne mir mal die Summen vor all diesen drei Balken. Und ChatGPT gibt eine Antwort, sprich es parst dann wirklich diese Zahlen aus dem Diagramm, versteht auch ungefähr, was es ist und kann dazu Fragen beantworten. Ich muss sagen, bei diesen Textfragen, also Bild- und Textfragen, die sind zum Teil des Interfaces noch nicht öffentlich. Das sind jetzt nur Antworten aus dem technischen Report von OpenAI selber. Das habe ich selber generiert, aber man kann davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren auch kommt und auch sehr gut wird. Nur so ein bisschen ein Vergleich, GPT-4 versus ChatGPT. ChatGPT ist so von der Versionsnummer gesehen GPT-3,5. Technisch sind beide sehr ähnlich. GPT-4 ist einfach besser. Also es gibt alle möglichen Benchmarks, eben was man so hat, Universitätsexamen, Sprachübersetzungen und so weiter, wo ChatGPT einfach besser funktioniert. Es hat weniger Bias und weniger von diesen toxischen Kommentaren, also sprich, es gibt weniger Informationen, wie baut man Bomben oder wie bringt man Leute um. Es ist einfach auch noch um einiges verbessert. Und es hat eben auch diese neue Funktionalität, dass man auch mit Bildern arbeiten kann. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Ich denke eben, viele von Ihnen haben schon ChatGPT verwendet. Und hier vielleicht noch ein paar kleine Tricks, wie man das noch ein bisschen mehr rausholen kann, noch ein bisschen versteht, wie die dann in der Praxis funktionieren. Ein Tipp ist immer, präzise zu sein und Kontext anzugeben. Das heißt, dass Sie die Rolle von ChatGPT definieren, ob es eben quasi Ihr Chef ist, eine Hausfrau oder ein Interviewer oder ein Hausmann oder was auch immer, dass Sie auch definieren, was ist Target Audience, für wen soll die Antwort sein, für ein 5 Jahre altes Kind, für einen Erwachsenen, für einen Experten. Neben dem, dass eben die Eingaben genau sein sollen mit Kontext, können Sie mitunter auch als Trick anwenden, wenn Sie mit diesen Ausgaben nicht zufrieden sind, dass Sie Eingabe- und Ausgabebeispiele präsentieren. Das ist vor allem dann nützlich, wenn Sie das automatisch mit ChatGPT integrieren über eine API. Beispielsweise, wenn Sie sagen, als Input, wo ist die Stanford-Universität und Sie erhalten als Antwort Stanford-Universität in Kalifornien, können Sie sagen, ja, das ist mir zu lang und unnatürlich. Ich möchte eigentlich nur einen kurzen Antwort haben, wie Stanford. Das hätte ich gern. Wie bringe ich das mit ChatGPT bei? Ja, Sie können sagen, antworte in einem Wort oder sonst was, aber Sie können auch wirklich Beispiele geben. Sie können sagen, hey, als Beispiel, wo ist MIT? Das ist in Cambridge. Dann können Sie Ihre eigentliche Frage stellen, wer ist Stanford University? Und Sie halten dann auch als Antwort Stanford. Also ein paar Beispiele zu geben, ist gut, wenn man die Antwort in einem bestimmten Muster möchte. Auch ein Trick für sehr komplexe Prompts ist das Prompt Chaining, wo Sie eben sagen, ja, ich habe eine sehr komplexe Anfrage und man bricht die herunter in mehrere Anfragen, die leichter verdaulich sind quasi. Beispielsweise, wenn man sagen möchte, ich möchte einen Artikel über ChatGPT schreiben, kann man sagen, ja, ich möchte zuerst mal eine Outline haben für diesen Artikel. Da sollte eine Überschrift haben, ein Teaser und ein paar Subheadings. Dann bekommt man mal diese Outline und dann sagt man als nächste Query, hey, schreib mir mal 5 Schlüsselantworten für jede dieser Überschrift. So, das war's eigentlich mehr oder weniger von meiner Seite. Kurz zusammengefasst. Diese generative AI, eben mit ChatGPT, DALL-E 2, GPT-4, hat in den letzten Jahren sehr viel Fortschritte gemacht, eben den Durchbruch auch jetzt gerade durch diesen öffentlichen Release von OpenAI. Hintergrund ist wirklich, dass es mehr Daten gibt, mehr Rechenleistung und größere Modelle. Auf dem basieren sie. Sie sind nicht ganz billig. Also wenn Sie das als privates Unternehmen machen wollen, dann brauchen Sie
Mir das nur ein bisschen Kleingeld. Es gibt endlose Möglichkeiten. Also es können wir alles, wo Sie eine Texteingabe haben, eine Text als Ausgabe möchten, einmal versuchen, kann das ChatGPT, kann es das nicht. Es gibt schon gewisse Einschränkungen wie Längenbeschränkungen und so weiter, aber grundsätzlich können Sie alles einmal versuchen. Oft müssen Sie noch nacharbeiten, aber es gibt heute für Text eigentlich schon sehr viele Möglichkeiten im Bildbereich. GPT-4 ist noch nicht komplett öffentlich verfügbar, zumindest mal die Bildverarbeitung nicht, aber auch hier können Sie sagen, alles, was Sie mit Bilddesign machen, Logo-Design, vielleicht auch Pläne bis zu einem gewissen Grad, kann man hier auch einmal eingeben. Und das Gute ist, die Performance ist in manchen Bereichen schon auf dem menschlichen Level. Eben, es gibt ja diese Klassikerbeispiele, die auch in den Nachrichten waren. ChatGPT hat eine Universitätsprüfung bestanden in Recht, in Wirtschaft auch schon, in Physik auch schon. Das heißt, es hört sich mal sehr vielversprechend an, aber man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Die Antworten können auch falsch sein, stimmt nicht alles, also diese Modelle halluzinieren auch. Oft hört sich das richtig an, ist es aber nicht. Sie haben einen gewissen Bias, das heißt, wenn man als Unternehmen die Antworten von ChatGPT 1 zu 1 einfach durchsteht, geht man auch ein gewisses Reputationsrisiko ein und die Antworten sind auch intransparent. Also oft weiß man nicht, was sind die Quellen oder wie überprüft man das. Und damit möchte ich mich herzlich bedanken. Und wenn jemand eben Fragen hat oder auch sagt, ja, ich hätte dazu gerne mal ein Projekt, können wir von Google Lichtenstein natürlich immer auch gerne zusammenarbeiten. Vielen Dank und damit möchte ich übergeben an Martin. Nach Martins Talk bin ja nochmal ich kurz an der Reihe für Fragen und für die. Wunderbar, vielen Dank, Johannes. Man sollte jetzt auch meinen Bildschirm sehen. Patrick nickt, das scheint zu funktionieren. Ich werde jetzt und ich werde mich an die Zeit zu halten versuchen, bis um 5 noch kurz zusammenfassen, wie ich konkret in dem Startup, was ich gegründet habe, mit dieser neuen Technologie umgehe, was Chancen sind, wie einfach das praktisch auf mich wirkt. Dazu kurz werde ich einführen, wer bin ich überhaupt, was ist das Problem, das ich zu lösen versuche mit dem Startup, das wir gegründet haben. Dann das Versprechen, was praktisch mit ChatGPT auch für meinen Anwendungsfall da draußen steht, was es für einen Impact hat auf uns, was wir tatsächlich machen wollen in der kurzfristigen und mittelfristigen Zukunft und dann einen kurzen Ausblick. In aller Kürze, letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, es ist noch nicht einmal ein Jahr her, eine Firma namens Feld AI gegründet. Bin da großzügig von Pre-Seed Deep Tech vom österreichischen Staat unterstützt worden. Fantastisches Programm, das es übrigens auch in Liechtenstein geben sollte. Schaut euch das an. Unglaublich cool. Es gibt weitere Förderungen. Auch das Startup-Land Vorarlberg beheimatet uns. Das heißt, der wenn man einen Kaffee trinken möchte mit uns, kommt jederzeit gerne vorbei, auch in die coolen Örtlichkeiten. Kurz zu meiner Person, ich bin eigentlich theoretischer Physiker, den es dann kurz in die Unternehmensberatung verschlagen hat und habe dann 15 Jahre lang verbracht in der Swiss Re, war dort zuletzt eigentlich in der Firmenversicherung für alles verantwortlich, was Daten sind. Wir haben ein Team aufgebaut mit 160 Leuten, die praktisch ein riesen Datenasset aufgebaut haben, also eine einzige Quelle der Wahrheit praktisch. Der auslösende Moment eigentlich, dass ich selber was mache, das ist immer wieder gekommen. Wir hätten immer wieder in meiner Karriere sehr viel machen können mit Daten, wenn sie denn nur zugänglich gewesen wären. Und es gibt viele eigentlich, die behaupten, dieses Problem schon gelöst zu haben. Man glaubt eigentlich auch, dass das Problem schon gelöst ist. Aber meine Wette ist eigentlich, das Problem ist noch nicht hinreichend gelöst. Und ich bin jetzt eigentlich mit ChatGPT und mit diesen Entwicklungen
in einer Situation, wo ich gleichzeitig Bedrohung für die Etablierten bin, aber auch GPT-4, wie es der Johannes skizziert hat, bedroht auch mich von Anfang an, da die größeren Fische natürlich auch sehr clever sind. Und in dem Umfeld praktisch möchte ich einfach skizzieren, was wir tun, wie wir da diese Sprachmodelle einsetzen und wie wir damit umgehen werden. Und hoffe auch, dass das für Sie alle interessant ist. Also, wir verwandeln praktisch unstrukturierte Daten in strukturierte und helfen unseren Kunden, Daten herauszukriegen, zu säubern und wirklich dann datenbasierte Entscheidungen treffen zu können. Das Ganze noch mit dem, glaube ich, wichtigen Twist, dass wir auch das intellektuelle Eigentum unserer Kunden immer schützen, was auch bedeutet, dass eben solche Probleme wie Daten in eine Public Cloud zu schicken, dass wir das auch ermöglichen, dass das nicht nötig ist. Bildlich gesehen ist das das, was wir tun. Riesige Berge von unstrukturierten Daten in Rohöl für Entscheidungen zu verwandeln. Jetzt, wenn man sich anschaut, was eigentlich das Versprechen ist, was man mit so Technologien, mit den Sprachmodellen machen kann, das ist natürlich jetzt ein Fall, der extrem gut passt. Das ist praktisch Sprachgenerierung. Wenn man jetzt wenn ein Arzt Notizen macht von einem Patienten, der bei ihm war, dann fühlt sich das tatsächlich an, wie wenn man mit einem Alien kollaboriert. Es geht viel schneller, es ist wie magisch und man spart sich praktisch auch die ganze intellektuelle Arbeit, um das zu erstellen und man ist direkt am Endresultat. Das Ganze jetzt aber umgedreht, ist, glaube ich, es war auch eine Frage im Chat dazu, darf man denn das überhaupt als Firma? Da gab es auch ein schönes öffentliches Beispiel in den Zeitungen. Samsung oder Arbeiter von Samsung, Angestellte von Samsung, haben einfach Firmen interner in ChatGPT gestellt und praktisch die Engine um einen Kommentar angefragt zur Firmenstrategie, was natürlich ein komplettes No-Go ist. Das haben mittlerweile alle Firmen wahrscheinlich auch verstanden, dass es verboten werden muss. Einfach in dem Sinn, dass was immer man da hineinstellt, ist eigentlich gleichbedeutend mit, man veröffentlicht das und macht es öffentlich zugänglich. Man weiß nicht genau, was OpenAI oder Microsoft wirklich mit den Informationen macht. Es könnte auch anderen Benutzern zur Verfügung gestellt werden. Es ist einfach sehr dünnes Eis, auf das man sich begibt, was im Normalfall ein Risiko ist, dem sich niemand aussetzen will. Was eigentlich auch jetzt zur Konsequenz hat, dass dieses Versprechen in meinen Augen im Moment hauptsächlich etwas ist, was für Privatpersonen extrem viel Appetit weckt. Das Beispiel der Hausübungen, auch Texte zusammenfassen oder als Ersatz für Suchmaschinen. Für so etwas kann man es extrem gut verwenden und da kann man nur alle einladen. Es kostet nichts, es ist extrem spannend, das auszuprobieren. Wer immer das noch nicht ausprobiert hat, sollte es absolut ausprobieren. Aber dann andererseits, aufgrund von rechtlichen Bedenken, aufgrund wirklich vom Schutz, vom intellektuellen Eigentum von Firmen, es ist sehr, sehr dünnes Eis, auf das man sich begibt, wenn man Firmen interner in die Public Cloud schiebt, das dort aggregieren lässt, das dort Teil von zukünftigen Trainingsdaten werden lässt und sich dann eine Zusammenfassung zurückschicken lässt. Das heißt, das ist nicht unbedingt das, was man als Safe for Work, würde ich jetzt mal sagen, bezeichnen könnte. Gleichzeitig, die Technologie ist da. Und wenn man jetzt sich in der Community da umschaut, es gibt jede Woche neue Schlagzeilen, was denn jetzt diese Woche an neuen Durchbrüchen in der künstlichen Intelligenz gemacht worden ist. Und obwohl ich jetzt erst seit 7 Monaten dabei bin, im Sinne, ich mache mein eigenes Startup,
es ist oft auch so, dass man sich bedroht fühlen kann. Und wenn man den Ted Lasso kennt, kann vielleicht schmunzeln bei diesem Zitat da, sei ein Goldfisch, dass der Ted Lasso, der ein amerikanischer Football-Coach ist eigentlich, der plötzlich ein Fußballtrainer ist, der da einem sehr frustrierten Fußballspieler eben wieder aufhilft und sagt, weißt du, was das glücklichste Tier auf der Welt ist? Der Goldfisch, er hat nur 10 Sekunden Gedächtnis. Und in dem Sinn nehmen wir das manchmal auch zu Herzen. Einfach, wenn jetzt GPT-4 kommt und behauptet, sie können alles. Oder es andere Wettbewerber gibt, die auch sagen, sie können alles. Ich glaube, das so geht es wahrscheinlich auch einigen in der Zuhörerschaft. Es wird eine Revolution auch geben in der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie produktiv wir sein können. Aber das ist nicht unbedingt Grund zur Sorge. Man kann einfach weitermachen. Ähnlich wie der Fußballspieler da im Ted Lasso. Und sich nicht allzu sehr von diesen Schlagzeilen auch irritieren lassen, sondern auch vergleichen und halt schauen, was kann man denn tatsächlich konkret heute schon machen. Und wenn man schaut vom idealen Use Case, wenn man jetzt diesen Berg von Dokumenten hat, was es denn bedeuten würde, wenn man alles jetzt nimmt und direkt zum Endresultat springt, auch im Sinn von meiner Vergangenheit, was wir da können, hätten, müssen, um direkt zu datenbasierten Entscheidungen zu kommen. Man müsste die ganzen Dokumente wirklich klassifizieren, triagieren, verstehen, was relevant ist für das Problem, das man lösen will. Trends erkennen, Hypothesen auch dann machen und auf was für Aktionen man tatsächlich da setzen möchte. Dann diese Hypothesen noch nicht mit halluzinierten Fakten, sondern mit tatsächlichen Fakten überlegen. Vorschläge machen und dann vielleicht auch noch entscheiden, was man tun sollte. Bis das alles wirklich so passiert, da vergeht noch einiges an Zeit. Das heißt, das würde ich mich auch trauen zu behaupten, das werden wir in den nächsten 2 Jahren so in der Form nicht sehen. Trotzdem aber gibt es sehr viele Dinge, die man auch jetzt direkt schon produktivitätssteigernd verwenden kann. Was wir jetzt nicht machen, aber was absolut für Firmen mit einer größeren Benutzerbasis sinnvoll sein kann, ist da sowas wie häufig gefragte Fragen, einfach so ein Level 1 Customer Support, so etwas kann man zumindest beschleunigen mit einer Technologie wie ChatGPT und diesen Sprachmodellen. Man kann Market Research betreiben, sich einfach mit Zusammenfassungen praktisch füttern lassen. Das geht relativ gut. Was wir machen hingegen, ist, wenn man sich den Akt jetzt der Datenextraktion aus unstrukturierten Dokumenten anschaut, was es da sehr viel braucht, sind auch die Daten, die Johannes erwähnt hat in seiner vorherigen Präsentation. Und mit Technologien jetzt wie den großen Sprachmodellen, die einfach sehr viel gesehen haben, kommt man viel schneller zur Daten, die eben schon gelabelt sind, dass man weiß eben, das zum Beispiel ist ein Ort, das zum Beispiel ist eine Partnerfirma, so und so hängen die zusammen. Also man kann durch das, dass diese Modelle sowohl die Struktur der Sprache verstehen, wie auch den Sinn der Wörter praktisch eingebaut haben, kann man sehr viel Zeit sparen, wenn man wirklich Dinge praktisch da systematisch herausextrahieren will. Man kann sich Vorschläge machen lassen, aber da ist eigentlich immer der Witz, auch dass man diesem System nie wirklich trauen kann. Also wenn man keine verlässlichen Daten braucht, dann kann man einfach sagen, ich nehme es so, wie es herauskommt. Wenn man aber möchte, dass das, was man da weiterverwendet, dann möglicherweise auch zur Entscheidungsfindung wirklich garantiert stimmt, kann man nie den Menschen tatsächlich aus der Verantwortung nehmen. Das heißt, es braucht dann immer so einen Human in the Loop, wie man das auch nennt, dass das System praktisch Vorschläge macht. Was ist das, was mich jetzt tatsächlich interessiert? Aber dass man dann immer schauen kann, wo kommt das her? Stimmt das wirklich? Dass man sozusagen den Menschen zwar beschleunigt mit diesem neuen Hilfsmittel, ihn produktiver macht, aber
ihn zu ersetzen, wäre da eigentlich nicht möglich, würde ich jetzt sagen, mit der aktuellen Technologie. Wo wir es auch gern und effektiv verwenden, ist zum Generieren von Code. So auch wie Johannes vorhin erzählt hat, diese Modelle wurden auf sehr viel Programmcode trainiert. Das heißt, unter der Bedingung, dass man praktisch mental das, was man da macht, veröffentlicht, kann man auch so Tools wie GitHub Copilot verwenden und dann einfach sich Teile oder auch ganze Module praktisch helfen lassen zu schreiben, was einfach auch die Produktivität erhöht. Es ist wirklich auch beeindruckend, was es kann, aber die wahren Kosten sind eigentlich nicht die, dass man sagt, das kostet jetzt ein paar Dollar jeden Monat an Microsoft, sondern die wahren Kosten sind eigentlich, ich weiß nicht, wo das jetzt hingeht, ich weiß nicht, was mit meinem intellektuellen Eigentum als Firma passiert, aber ich bin einverstanden damit, dass es in einem schwarzen Loch verschwindet und möglicherweise irgendwo anders wieder auftaucht. Das heißt, wenn man zu diesem Kompromiss, so ist es zumindest aus meiner Perspektive, wenn ich bereit bin, für die Teile, die ich da hineinfüttere, das Risiko in Kauf zu nehmen, dann gehe ich damit um. Und wir verwenden das auch tatsächlich in dieser Art und Weise. Wo ich glaube, was nicht verwendet werden kann, auch wie eingangs schon erwähnt, ist alles mit tatsächlichen Probleme lösen oder Vorschlag für logische Ketten zu machen. Das geht eigentlich nicht, meines Erachtens heutzutage. Da muss man gar nicht lang drüber reden. Und dann Dinge dann aber wie Texte generieren, Informationen extrahieren, Dinge, die da interessieren, dann weiter zu transformieren und zu prozessieren. Mit diesen Dingen experimentieren wir. Auch da, glaube ich, ist viel Potenzial da. Aber in dem Sinn, dass ich jetzt da heute, Stand heute, etwas hätte, was ich mit Erfolg verkaufen könnte, so weit ist für mich noch nicht. Das nur als kurzer Überblick eben, wie das hier verwendet wird. Und dann, wir nähern uns schon dem Ende. Das heißt, ich werde versuchen, das zu beschleunigen. Ein ganz lustiger Twist eigentlich noch ist an dem Ganzen. Es braucht circa mindestens 50 Millionen Dollar, um so ein großes Sprachmodell zu trainieren. Aber manche bleiben dem ursprünglichen Ideal von OpenAI treu. OpenAI ist ja angetreten, damit diese Technologie für die Menschheit praktisch zur Verfügung zu stellen und das nicht für den eigenen Profit zu machen. OpenAI hat mittlerweile die Seiten gewechselt, auch eben wegen des großen Investments von Microsoft. Aber es gibt andere, es gibt Meta, die haben ein großes Sprachmodell, zwar nicht für kommerzielle Zwecke, aber für wissenschaftliche Zwecke, öffentlich verfügbar gemacht. Jeder kann das haben, jeder kann experimentieren damit. Es läuft übrigens in der kleinsten Variante auf einem Raspberry Pi, braucht auch nicht so viele Ressourcen. Das ist ein Schritt in eine sehr spannende Richtung. Und es gibt mehr wie Stability AI, Evolute AI. Es gibt große Sprachmodelle, die kommerziell verwendbar sind. Das heißt, diese Technologie, wie wir sie hier sehen, wird nicht in den Händen von einigen wenigen großen Organisationen bleiben. Das ist auch Teil meiner Wette, sondern das ist Teil vom Baukasten, wo jeder dezentral, demokratisch praktisch damit experimentieren kann, spielen kann, versuchen kann, etwas Sinnvolles zu erstellen. Und im Erfolgsfall gibt es genügend, es gibt jetzt schon wenige, aber es wird mehr auch kommerziell verwendbare große Sprachmodelle geben, dass nicht jeder die 50 Millionen da aufbringen muss, um selber auch praktisch von diesen Bausteinen da zu profitieren, sondern das ist viel breiter eigentlich zugänglich, wie es im Moment klingt und aussieht. Die Zeit ist um. Ich würde sagen, die Zukunft schaut eigentlich als abschließender Takt sozusagen. Die Zukunft schaut eigentlich mit diesen neuen Bausteinen, die wir da zur Verfügung haben, extrem spannend aus. Es ist eine extrem spannende Zeit und wir sollten uns nicht fürchten vor diesen neuen Bausteinen, sondern eigentlich zu versuchen, mit diesen Hilfsmitteln das Beste rauszuholen. Die werden uns effektiver machen. Es ist nur ein weiteres Werkzeug, das wir zur Verfügung haben, neben
schon vielen, vielen anderen guten Werkzeugen. Es ist nicht die absolute Revolution, es ist nicht über Nacht die künstliche Intelligenz, die da auf dem Teppich steht, aber es ist ein extrem gutes Werkzeug, das wir alle versuchen sollten einzusetzen, in dem Sinn auch, wie von Johannes und mir beschrieben. Wie gesagt, die Einladung auf einen Kaffee, auch im Startup-Land, steht auch von meiner Seite, wenn Kollaborationen gewünscht sind oder nur Interesse ist, was wir überhaupt genau machen. Ich bin immer bereit, in größerem Detail zu erzählen, was wir machen und freue mich über Kontaktaufnahme jeder Art. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken, Johannes und Martin, für euren Einsatz, für eure Ausführungen und dass ihr euer Wissen heute mit uns geteilt habt. Herzlichen Dank euch, herzlichen Dank allen Teilnehmern und in diesem Sinne schönen Abend und hoffentlich sehen wir uns bei einer der nächsten Veranstaltungen. Sie finden auch alle Infos und Anmeldemöglichkeiten auf unserer Homepage digital-lichtenstein.li. In dem Sinn, schönen Abend und herzlichen Dank nochmals.